So, neue Runde mit unserem Robby. Ich habe jetzt ein bisschen, weitergearbeitet an der Geschichte und gucken wir einfach mal, was draus geworden ist. Ja. Ich habe jetzt, wie man hier sieht, den Propellerchip schon bestückt. Ja. Den ersten für den zweiten schon den Sockel. Der ist auch soweit in Betrieb. Das heißt, ich kann programmieren und ich kann die Daten, auch das Programm auch speichern, direkt in dem EEPROM, was wir hier drin haben. Ne? Wer Interesse hat, sich das einfach mal anzuschauen, wie sowas funktioniert, wie man dort vorgeht, was man dort zu beachten hat, um so einen Propellerchip in die Gänge zu bringen, dem sei eines der ersten Tutorials für den Hive-Computer empfohlen. Dort habe ich, wo wir den ersten Chip in die Gänge bringen, nämlich Bellatrix, bin ich dort etwas genauer darauf eingegangen, was wir dort brauchen und wie man das testen kann, auch die Kommunikation zum Rechner und so weiter und so fort. Ja. Ich habe, wie man hier sieht, habe ich hier verschiedene Sachen noch angebracht. Hier sind diverse, eine Reihe komplett Buchsenleisten. Das mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Da kann man dann mal schnell irgendwie Signale abgreifen. Zu Testzwecken oder wenn man mal experimentiert und irgendwas im Vorfeld mal testen möchte. Hier auf dem ersten Port, Port 0, steckt auch die Heartbeat-LED mit so einer kleinen Steckbrücke drauf. Ja. Ansonsten empfiehlt sich es immer dann auch für sowas. Ja. Das ist also einfach ein kleines Platinchen mit einem Pinheader mit Leuchtdioden und das kann man dann hier aufstecken und dann sich einfach mal die Signale anschauen, wenn irgendwas nicht rund läuft und man will sehen, ja, was passiert denn da überhaupt auf den Ports. Ja, also sowas macht sich dann immer ganz gut. Ja, des Weiteren hier habe ich den Programmierstecker angebracht, ja, an der Seite gleich steckbar, das wird dann analog auch bei dem anderen Propellerchip so werden. Ja, und zu einer Platine an der Rückseite geführt, die habe ich hier noch angebracht. Ja, weiß nicht, ob man das hier sieht. Das ist eine Lochasterplatine und die ist von hinten zugänglich, wie man hier sieht. Und hier habe ich dann schon den Adapter, den Pinheader für das Programmiergerät. Ja, ist dann auch gedacht, dass man später eventuell mal noch eine Leuchtdiode oder vor allem auch mal so ein, zwei Taster oder sowas anbringt, damit man hier bestimmte Zustände eventuell immer steuern kann. Ja. Als Programmiergerät selber verwende ich hier bei meinen Experimenten immer so eine kleine selbstgebaute Platine, auch eine Lochasterplatine einfach. Da ist ein AS232-Chip drauf. Ja. Und das geht hier auf so einen kleine Buchsenleiste und die Schaltung wird gespeist aus meiner Schaltung heraus mit 5 Volt. Ist im Prinzip fast dieselbe Schaltung, wie wir es oft in dem Hive-Computer haben mit dem RS-232-Chip, also mit dem Max-232-Chip, ja, von Maxim, mit ein paar Unterschieden. Man kann hier per DIP-Switch gesteuert das DTR-Signal abtrennen, sodass nicht bei jeder Kommunikation oder wenn die Kommunikation hergestellt wird, dann der Prozessor ein Reset kriegt. Was natürlich den Nachteil hat, dass ich in dem Moment natürlich nicht programmieren kann, wenn ich per DIP-Switch abtrenne. Ja? Aber ich habe dann das DTR-Signal hier noch auf eine Taste gelegt. Wenn ich in dem Modus bin, muss ich dann zum Programmieren während dem Programmiervorgang einfach diese Taste drücken, kann dann programmieren. Ja, also mit F10 oder F11 das Programm rüberschieben und lasse dann wieder los. Und dann findet in der Zwischenzeit, wenn ich meinetwegen mit dem Serial-Terminal dort irgendwas kommuniziere, findet dort nicht jedes Mal ein Reset statt, was ja eventuell schädlich ist. Ja. So, ich stöpsel das jetzt einfach schon mal drauf hier an der Rückseite. Dann haben wir das schon mal vorbereitet für die Tests nachher. Aber das machen wir nachher. So, was haben wir noch gemacht? Ich habe verschiedene Sachen hier verdrahtet. Hier auf der Platine haben wir jetzt verschiedene Abgänge. Das wäre hier unser Soundausgang. Ja, der kommt dann hier unten an unsere Soundplatine. Das ist so ein ganz standardmäßiges, wie man es kennt aus PC-Technik, diese Audiokabel, diese geschirmten, für die man damals gezogen hat zwischen CD-ROM und Soundkarte. Ja, die sind das. Bietet sich natürlich an, wenn man sowas in der Bastelkiste liegen hat, sind geschirmt und schön klein. Kommt hier an, hier haben wir die Steuersignale für die Motorsteuerung, kommen wir gleich dazu. Hier haben wir 4 Pinheader mit
den Servosignalen. Momentan ist da nur eins aktiv, weil wir ja bloß einen Servo haben. Aber ich dachte mir, ich sehe vier Servos vor. Mal sehen, was mir noch einfällt, was wir da machen können. Ne? Hier haben wir den Programmieradapter, ist klar, der geht hier unten zu dieser Platine. Hier haben wir dann die positive Spannungsversorgung, also 5 Volt und 3,3 Volt, hier unten eine Masse auf diese durchgängigen Masseschienen, die wir hier auf dieser Prozessorplatine haben. Und hier das kleine gelbe Kabel, was hier steckt. Wie gesagt, das ist das Heartbeat, der Heartbeat-LED geht dann hoch. Jo, das ist das, was ich jetzt hier schon verkabelt habe. Ach so, das wird man jetzt vielleicht nicht sehen. Hier unten habe ich noch eine Verteilerbuchse gesetzt. So, hier an der Seite. Das ist einfach eine 40-Polie, 2x40 polig, 2x20 polig, also 40 polig eine Leiste. Da ist auf einer Seite Masse aufgelegt und auf der anderen Seite 5 Volt bzw. 3,3 Volt. Ja, also hier kann man mit kleinen Käbelchen ist das wie ein Spannungsverteiler für die 5 Volt und die 3,3 Volt. Ja, von hier geht es dann auch hoch zu dem Board, beziehungsweise von hier geht es dann auch zu dem Audioverstärker, den wir hier vorne haben, beziehungsweise zu anderen Baugruppen, die wir hier noch irgendwo dann anschließen. Ne? So, dann habe ich hier so einen kleinen Kabelschacht realisiert, weil das wird auch noch mehr an Kabeln hier, das wird noch voller werden. Und da muss man dann gleich von Anfang an so ein bisschen irgendwie Ordnung reinbringen in die ganze Geschichte. Ja, hier sieht man jetzt vielleicht noch mal besser diese Lochrasterplatine auf der Rückseite. Ja, so. Und jetzt schauen wir uns mal die Motoren und Servos im Detail an. Ja, als Motorsteuerung verwende ich hier so ein fertiges Modul. Ja, gibt es zuhauf bei einschlägigen Versendern. Ja, das ist ein Chip, der realisiert quasi zwei H-Brücken. Eine H-Brücke, wen es interessiert, mal googeln danach, ist eine Schaltung, die so H-förmig aussieht, weil wir damit einen Motor im Vor- und Rücklauf steuern können. Und mit diesem kleinen Modul können wir zwei Motoren steuern. Wir haben ja auf unserer Dagu-Plattform zwei Motoren enthalten. Ja, also eigentlich sind ja vier Motoren drin in dem Dagu Rover 4, den ich hier habe. Ich habe aber zwei ausgebaut, weil ich der Meinung bin, das reicht jetzt erstmal zu. Ja, da kommen wir natürlich mit einer Platine hin. Die Platine selber habe ich hier im unteren Gehäuseteil, im Roverteil verbaut. Ja, und zwar ist sie so rum eingebaut. Ja, mit dem Kühlkörper nach unten, passt genau rein in diesen Hohlraum dort unten. Da konnte man das mit den Befestigungslöchern hier gut verschrauben. Ich habe natürlich das leicht modifiziert, weil wie man hier sieht, wären ja dann die Anschlüsse nach unten und würden hier auch stören. Ja, insofern habe ich die Anschlüsse einfach die ganzen Schraubklemmen ausgelötet und von oben aufgelötet. Man sieht das hier vielleicht, ja, die sind von oben. Und genauso mit den Pinheadern, die habe ich dann von oben ausgelötet und dann von oben wieder eingelötet, sodass man da gut rankommt. Ne? Was kann das Gerät? Wie gesagt, zwei H-Brücken, zwei Motoren können wir steuern. Hier haben wir so die grobmotorischen Anschlüsse. Ja, der mittlere, dreipolige, blaue, dort haben wir VMS, Ground und 5 Volt. VMS ist die Motorspannung, also in der Regel hat man das ja bei so einem, ob das ein Modell ist oder ein Fahrmodell oder hier so ein Hobby ist, dann getrennt die Motorspannung von der Betriebsspannung, von der Steuerung. Ja. Und so ist das hier bei dieser Steuerung auch vorgesehen. VMS ist die Motorspannung, also es geht hier bei mir direkt zum Akku. Ja, der ja mit 7,2 Volt Nennspannung vor sich hin tuckelt. Und 5 Volt, klar, kriegen wir von unseren Step-Down-Reglern. Und dann haben wir hier noch grau in der Mitte. Und die beiden grünen Schraubklemmen, dort kommt jeweils ein Motor an. Ja, zwei Pole hier angeschlossen. So, dann haben wir hier auf der anderen Seite haben wir einen Pinheader. Dort haben wir die Signale außen Enable A und Enable B. Damit können wir die Schaltstufen beiden Schaltstufen freischalten, enablen, ja, und wie in dem Moment die H-Brücke, in welchem Status sie sich befindet, dafür sind die vier Anschlüsse in der Mitte, in Input 1 bis Input 4, ja, Input 1 und 2 geben dann für den Motor A Vorlauf und Rücklauf an und Input
3 und 4 dann für Motor B Vorlauf und Rücklauf. Ja, das steuern wir halt einfach digital an von unserem Propellerchip. Ja. Und mit dem Enable-Schaltkreisen, dort kann man auch dieses Signal kann man dann auch mit dem per Pulsweidenmodulation, das ist ja alles relativ trägheitslos, weil es eine Halbleiterschaltung ist, kann man das dann belegen und damit die Drehzahl bzw. die Leistungsabgabe der Motoren steuern. Ja. So, dann haben wir hier noch ein paar Jumper. Ich möchte sagen, damit können wir hier, ja, was können wir damit machen? Auf jeden Fall die LEDs hier abschalten. Ich habe sie jetzt noch an, das blubbert da immer noch alles rot vor sich hin. Die zwei anderen weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich jetzt nachschauen. Und hier gibt es noch einen Jumper, 5 Volt Enable. Kann ich jetzt gar nicht sagen, was das macht. Müsste ich nachschauen. Ja. Ist aber gesteckt hier bei mir. So, das nächste, was wir haben, ist der Servo, der kleine Servo für unseren Sensorkopf, für unser Ultraschallradar. Das sind so eine kleinen Mikroservos. Hier gibt es im 6er-Pack bei einschlägigen Versendern. Ja, ist nichts weiter dran und nichts zuzusagen. Wir haben den hier vorne, da hängt der Kopf hier unten dran. Ja, Standardware reicht aus für so eine kleinen Sachen. Ich habe auch noch größere Servos da, aber für so eine kleinen Sachen reicht es eigentlich zu. Was mir die Wärmetrieben mit 5 Volt bei mir, ja, und das PWM liefert dann natürlich, klar, zum Steuern von dem Sensorkopf unser Mikrocontroller. Was mir aufgefallen ist, wie die neue kam, waren die in ihren Lauf sehr, sehr ruckelig in ihrem Lauf. Also die haben dann, hatten sich ungleichmäßig bewegt, beziehungsweise an bestimmten Stellen dann auch so ein bisschen wie so ein Zittern hatten sie dann, ja. Ich habe dann einfach mir ein Testprogramm gemacht und einfach mal den Servo zwischen Max und Min 2 Stunden lang tuckeln lassen. Und danach waren diese Laufungleichmäßigkeiten weg. Also ich vermute, dass dieser in den Servos ist ja ein kleines Potentiometer drin zur Positionsbestimmung und zur Positionsregelung, dass dieses Potentiometer so ein bisschen Kontaktprobleme hatte. Das war aber bei allen so, muss ich dazu sagen. Ja, bei allen 6 Servos, die ich gekriegt habe, und dass die einfach mal so ein paar Umdrehungen brauchten und jetzt laufen die eigentlich ruhig. Ja, also wer die Dinger gekriegt hat und die laufen so ein bisschen unruhig, nicht gleich zurückschicken, lasst da einfach mal 2 Stunden lang mit so einem Testprogrammchen vor sich hin tuckeln und dann, bei mir zumindest, waren sie danach ruhig. Ja. So, ich habe jetzt zu all diesen Sachen auch einzelne Testprogramme gemacht, so wie das, wie wir das bei dem Hive-Computer damals auch gemacht haben, wo wir die einzelnen Baugruppe dann mit Testprogrammen in Betrieb genommen haben. So, testen wir mal als erstes unseren Motortreiber. Ich verwende dort für den Propeller-Chip eine fertige Library, die klar, wenn es da ist, ist eine reine Spin-Library und zwar von dem Quabena Agüemann, keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht, tut mir leid. Wir haben von ihm schon sehr viel verwendet, auch in dem Hive-Projekt. Die FAT-Engine und die Wave-Engine und ähnliche Sachen, ein paar kleinere Libraries noch. Sehr zu empfehlen. Das meiste, was geht, ist dann immer ein Spin realisiert. Es ist sehr übersichtlich programmiert er immer und auch sehr gut dokumentiert und sehr strukturiert. Ja. Ja, in dem Falle ist das also direkt eine Engine eine H-Bridge anzusteuern. Ja, und zwar für 2 Motoren. Ja, also genau das, was wir eigentlich brauchen. Ob ich es nachher dann verwende im fertigen Robby, in dem iOS, welchen ich da zusammenstelle, weiß ich noch nicht. Das kommt dann natürlich drauf an. Da muss ich erst mal gucken, wie ich die einzelnen Funktionskomplexe dann letztendlich auf diese einzelnen Cores, die wir haben, die 8 Cores, verteile, ob ich dann nicht in Schwulitäten komme. Eventuell kann es passieren, dass ich bestimmte Funktionen auf einem Core dann zusammenfasse, was hier in den Libraries dann immer noch einzeln ist. Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, es ist ja dann auch immer noch die Option, den zweiten Propeller-Chip reinzumachen. Und meine Idee wäre dann eigentlich, dass man dort auch wieder eine Trennung macht zwischen
einfachsten, grundlegenden Aufgaben, die man, Basisaufgaben, die man dann mit irgendwelchen Libraries realisiert, und auf dem zweiten Chip dann die Metafunktion, welche ich dann vielleicht, meine Idee war dann, das mit PropForce zu realisieren, sodass man hier ein interaktives Force hat. Und wenn es klappen würde, wäre das natürlich cool, welches man per Bluetooth dann auch steuern könnte. Ja? Also könnte man den Robby dann interaktiv in Force programmieren. Ja? Also sind wir ehrlich, Force ist für Steuerung und Roboter geschaffen. Dafür ist es ideal. Ne? Es würde mich sehr interessieren. Muss ich mal schauen, das ist alles noch in der experimentellen Phase. So, ich habe jetzt hier diesen Motortreiber. Ich habe jetzt zwei Sachen dort enthalten. Erstmal blibbern wir mit unserer Heartbeat rum, damit wir sehen, dass das Ding lebt. Und dann führt er verschiedene Bewegungen aus. Er fährt also eine gewisse Zeit lang, steuert er die Motoren vorwärts an, dann steuert er sie rückwärts an, dann Linkslauf und Rechtslauf. Und das alles, indem er mit PWM hochfährt und runterfährt. Ich schiebe es einfach mal rüber, gucken wir, ob es funktioniert. Natürlich funktioniert es, ich habe es vorher getestet. Ja. Gucken wir mal. Blibbert. Aha, Vorlauf. Rücklauf. Links drehen auf der Stelle. Und rechts drehen auf der Stelle. Jawohl. Ich sehe es auch gerade, sie laufen leicht unterschiedlich an. Die Motoren. Ist wahrscheinlich mechanisch bedingt. Zwar fast gleich. Da muss ich nochmal gucken, ob ich da nicht so eine Art Korrekturfaktor realisiere. Ja? Also wirklich gleichmäßig anlaufen. Muss ich mal gucken. Hängt vielleicht hilft das auch. Ich fahre sie ja jetzt wirklich per PWM von 0 bis X hoch. Vielleicht hilft das auch, wahrscheinlich kommen die Ungleichmäßigkeiten daher, dass wir eine gewisse verschiedene mechanische Anlaufwiderstände haben. Wenn wir den ersten Ruck, um die Räder in die Bewegung zu bringen, vielleicht mal kurzzeitig mit etwas höherem PWM ansteuern und dann hochfahren. Ja, dann, damit sie erstmal in Bewegung kommen, und dann kriegen wir das vielleicht auch ausgeglichen. Ja? Auf jeden Fall funktioniert es. Wunderbar, natürlich. Ja. Jetzt gucken wir uns mal als nächstes den Servo an, wie der funktioniert. Ja. Kein Hexenwerk, ja. Auch eine ganz einfache Geschichte. So, kurz zu unserem Servo. Ich verwende hier auch eine fertige Library, klar, sowas, also Servo-Sensoren, da gibt es eine ganze Menge an fertigen Libraries für den Propeller-Chip. Weil das ist eigentlich auch so seine Domäne, ja, dass er sich so ein bisschen in die Richtung Retro-Computer etabliert hat, liegt natürlich daran, wie wir das im Hive-Computer haben, liegt natürlich eigentlich daran, dass er noch dieses Video-Interface drin hat. Da bietet sich sowas natürlich an, aber eigentlich natürlich vordergründig für Steuerung, ja, ob das I²C oder SPI und Sensoren in tausendfältiger Weise ist, gibt es natürlich im OBEX, im Object Exchange bei Parallax unzählige fertige Libraries. Ich habe hier eine Library für Servos, die arbeitet komplett in Spin, ja, kommt also völlig ohne Assembler aus und bedient 8 Servos. Wir werden hier aber nur 4 vorsehen und aktuell nur einen verwenden. Wir haben ja nur einen Servo für diesen Sensorkopf hier in Benutzung. Mal schauen, was mir noch so einfällt. Wir können da noch 3 irgendwo verbauen. Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Ne? Im Testprogramm selber fahre ich hier einfach so ein paar Positionen an. Also erstmal zentriert er den Sensorkopf in die Mittenposition, dann fährt er ein paar Mal zwischen Min und Max hin und her, im schnellen Durchlauf quasi, und dann positioniert er, wie zum Beispiel, wie wir das nachher für das Radar brauchen, auf einzelne Positionen, ne, und zentriert dann wieder irgendwie. Ne.
Das Ganze ist natürlich parametrisierbar. Also die Min- und Max-Position, die muss man bestimmen, weil eventuell ist ja hier, kommt er hier auch mechanisch einfach in Anschlag, obwohl der Servo noch nicht am Anschlag ist. Ja. Da muss man dann selber sehen, dass man die Parameter vorher ordentlich einstellt. Ja. Jo, ich schiebe es einfach mal rüber, ist nicht weiter komplex. Jawohl, jetzt hat er zentriert. Min, Max, Min, Max, Min, Max. Könnte noch ein bisschen weiter. Das kann man aber, wie gesagt, an den Parametern einstellen. Ja. Und gleich müsste er eigentlich langsamer positionieren. Jawohl, und in einzelnen Stufen. Jawohl. Mit Pausen dazwischen. Das kann die, ob die ganzen Parameter, wie lange Pausen und so weiter und so fort. Das ist dann nachher natürlich dann interessant noch, wenn wir den als nächsten Schritt dann den Ping-Sensor in Betrieb nehmen, weil der Messvorgang selber ja dann auch ein bisschen Zeit bedarf. Ja, hier fährt er mal noch etwas langsamer hin und her. Ja. Der Servo ist ein bisschen ruckelig, sehe ich hier noch. Also der könnte man noch, wahrscheinlich, weil ich einen neuen genommen habe, mal noch ein Weilchen brauchen. Einlaufzeit hier, den werde ich mal 2 Stunden laufen lassen. Hatte ich ja vorhin schon erzählt, dass dann die Bewegungen doch deutlich feinfühliger werden an der Stelle. Ja. Naja gut, funktioniert. Sind wir wieder einen Schritt weiter. Haben wir schon die grundlegenden motorischen Fähigkeiten realisiert. Und als nächstes kommt jetzt der Ping-Sensor dran und ich denke mal, dann werde ich auch schon mich mal ein bisschen um Kommunikation kümmern, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, Bluetooth vielleicht und dann natürlich unsere 4 Kollisionssensoren. Und dann haben wir die Grundausstattung schon da, um ein kleines Navigationsprogramm vielleicht zu realisieren. Für unseren Robby, damit er kollisionsfrei navigieren kann in seiner Umgebung. Was dann noch fehlt, sind dann ein paar Module, die ich hier noch vorgesehen habe. Das ist, klar, habe ich gerade angesprochen, Bluetooth-Kommunikation. Ja, ich will das Ganze natürlich dann irgendwo auf dem Tablet weiterverfolgen. Dann habe ich hier ein Modul für einen Kompass, also einen Beschleunigungssensor. Ja, und ich dachte mir, das ist ganz praktisch, wenn so Robby die Uhrzeit kennt, habe ich hier noch so einen kleinen RTC, den ich dann integriere. Ja, das wären so die nächsten Schritte. Ja, alles klar. Bis demnächst. Dann bis demnächst in diesem Kino. Ciao, ciao.